Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zum Herrn Kollegen Wurm, das wäre jetzt hier wert, eine Latte an tatsächlichen Berichtigungen zu formulieren, aber das würde wohl den Rahmen dieser Sitzung sprengen. Meine tatsächliche Berichtigung bezieht sich aber auf den Herrn Kollegen Leichtfried. Der hat in seiner Rede behauptet, der Bundeskanzler und die Bundesregierung, der Herr Gesundheitsminister, deren Sein es in ihren Entscheidungen nicht um die Menschen gegangen. Und ich berichtige tatsächlich, bei jeder Entscheidung der Bundesregierung mit dem Bundeskanzler, dem Gesundheitsminister und im Übrigen auch bei diesen Entscheidungen, die wir hier im Hohen Haus getroffen haben, ist es immer in erster Linie um die Menschen und den Schutz der Gesundheit gegangen. Andreas Ottenschläger von der ÖVP war das mit einer tatsächlichen Berichtigung.